Hi, Christian hier von Aktienrunde.de. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von unserer kleinen Videoreihe Einzelcandlestick-Formation. Im heutigen zweiten Teil geht es um das Thema bärische Kerzen bzw. um die bärische Engulfing-Kerze. Wie ihr sehen könnt, habe ich euch hier im Chart bereits eine solche Kerze eingezeichnet. Und wie ihr sehen könnt, findet ihr hier im Chart noch weiterer solcher bärischen Kerzen. Mit diesem Video möchte ich euch anhand von einem Beispiel zeigen, wie ihr solche Kerzen in Zukunft richtig nach der Price-Action-Strategie handeln könnt. Ja, es ist auf jeden Fall ratsam, sich den vorherigen Trend einmal genauer anzuschauen. Hierfür eignet sich am besten eine normale Trendlinie. Moment, ich schiebe das Ganze mal rüber. So. Und wie wir sehen, haben wir hier oben den höchsten Punkt in etwa. Ich zeige euch das hier mal anhand mit dieser Linie. Da hätten wir quasi eine Seitwärtsbewegung. Und ja, wenn ich es jetzt noch ein bisschen hier an dieses hochschiebe, ist es ein leichter Abwärtskurs. Und so betrachtet ist es auch ein fallender Kurs. Aber insgesamt würde ich eher sagen, handelt es sich hierbei um einen Seitwärtskurs mit Tendenz nach unten. Ja, nachdem wir jetzt unseren Trend bestimmt haben, geht es auch schon daran, unsere Equilibrien einzuzeichnen. Das wäre einmal, Moment, ich ändere noch die Farbe, das wäre einmal dieser Punkt hier. Ne, hier haben wir nämlich ein Ungleichgewicht im Markt, das heißt eine Seitwärtsbewegung mit Austritt nach oben hin. Dann haben wir einmal nochmal hier ein kleines Equilibrium, in etwa an dem gleichen Höhenpunkt wie das zuvor. Und hier auch nochmal. Das heißt, Moment, ich entferne das hier und ziehe das hier mal durch. Denn dann haben wir auch schon unsere Trading-Zone, mit der wir unseren Einstiegspunkt festlegen für unsere Short-Position. So, das heißt, wir haben hier immer solche Hütchen und hier Abwärtsbewegung. Wenn der Kurs dann nach unten ausbricht, können wir eine Short-Position eröffnen. So viel zum Einstiegspunkt erstmal. Jetzt suchen wir uns noch die passenden Ziele für unser Take Profit bzw. für unseren Stop Loss. Wie ihr sehen könnt, ging der Kurs dann hier richtig steil nach unten. Und wir haben jetzt hier diese zwei Bereiche. Nochmal, ich zeige es euch hier. Hier ist ein Equilibrium. Und hier unten auch nochmal. Moment, ich zeichne es nochmal ein. Und hier diese Zone. Ich würde sagen, diese beiden Zonen reichen erstmal. Und ich markiere mir jetzt noch an diesen beiden Stellen nochmal eine horizontale Linie. So, welche unseren Take Profit 1 bzw. unseren Take Profit 2 markieren sollen. So. Als Stop Loss übrigens würde ich hier den oberen Rand unserer Trading-Zone wählen, damit wir im Falle des Falles abgesichert sind und nicht so große Verluste in Kauf nehmen müssen. Ansonsten geht es jetzt nochmal weiter mit unserem Take Profit 1. Der wäre hier unten. Das bedeutet, wenn ich zeig's, ich zeichne es mal ein. Moment, nochmal die Farbe ändern, dass wir es ein bisschen besser deutlich machen können. Also hier dieser Bereich hier, das wäre so meine Take Profits Zone 1. Wenn der Kurs in diese Zone kommt, würde ich überlegen, ob ich meinen Order nun im Take Profit mitnehme oder aber ob ich meinen Take Profit nochmal überarbeiten würde und auf die untere zweite Take Profits Zone hin ändern würde. Ja, das Ganze würde insofern Sinn machen, wenn wir dann unseren Stop Loss nochmal nachziehen würden auf das Niveau dieser letzten roten Engulfing-Kerze, dass wir halt auf jeden Fall einen Gewinn sicher haben und dann würden wir bis zum Take Profits 2 laufen lassen, was in etwa hier in diesem Bereich dann liegen würde. Hierbei würde ich aber auf jeden Fall meinen Stop Loss nochmal nachziehen oder maximal das Niveau des oberen Take Profit 1, damit wir im Fall der Fälle wenigstens noch den Gewinn aus der Take Profit 1 Zone mitnehmen würden. Denn an dieser Stelle würde ich jetzt erstmal auf Nummer sicher gehen, denn wie wir links in dieser Zone sehen konnten, ist in dieser Zone mit einem Preisanstieg zu rechnen, da in dieser Zone offensichtlich mit weiteren Order von Banken zu rechnen ist.
Das heißt, hier wäre auch schon die erste bullige Engulfing-Kerze gewesen, was wir bereits aus dem ersten Video von gestern kennen. Und ja, ich denke, nach diesen ersten beiden Videos sollte nun jedem das Prinzip der bullischen bzw. bärischen Engulfing-Kerzen klar sein. Ich würde mich freuen, wenn er dabei bleibt. In den nächsten Videos folgen dann noch weitere Einzel-Candlestick-Formationen. Ansonsten könnt ihr euch auch gerne im Newsletter eintragen, damit ihr auch in Zukunft über alles informiert seid. Ansonsten wünsche ich euch bis zum nächsten Video viel Erfolg beim Handeln. Macht's gut, bis dann. Ciao.